Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Und ja, wir fangen heute mit einer kleinen Aufgabe an. Und zwar seht ihr sie hier schon, Klimaregulator gegen Bezahlung. Da bekommen wir ein bionisches Bein und ich denke, das können wir ganz gut gebrauchen, weil hier und da müssen wir immer mal wieder was verbessern hier. Beziehungsweise dann ersetzen. Und ich denke, so ein bionisches Bein täte da ganz gut. Weil gerade haben wir nicht wirklich die Möglichkeiten, sowas zu ersetzen. Und hier haben wir auch einen Holzfuß gerade. Das heißt, das ist ganz sinnvoll. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Sind auch nur Ureinwohner-Gegner, die kriegen wir relativ einfach dann weg. Auch wenn ich nicht weiß, wie die an den Klimaregulator gekommen sind. Muss wahrscheinlich keinen Sinn ergeben. Auf jeden Fall schicken wir da mal kurz im GF-Master hin und die beiden. Und das sollte, denke ich, reichen. Der Daniel hat noch keine Waffe, okay. Die sind hier auch ordentlich am rum. Alter, wie die sich vermehren. Ich muss gleich mal ein paar schlachten. Ansonsten Reisevorräte, alles Tutikowski. Haben für ein paar Tage auf jeden Fall. Kartoffeln haben die. Ich würde sagen, so 2,50 können sie mitnehmen. Das reicht eigentlich. So. Ansonsten wird hier gerade nicht gekocht, wirklich. Das ist das bionische Bein. Das kann der Marc B. mal eben reintragen hier. Oder du trägst das mal eben rein. Kein freier erreichbarer Lagerplatz. Oh mein Gott. Ja, ihr seht schon, das Lager ist komplett zu, ne? Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Das ist ja gerade das große Problem hier. Ich krieg das einfach nicht gerade verarbeitet so schnell. Ich habe sau viele Leute eingeteilt, aber die brauchen zu lange dafür. So, Stoffe habe ich eigentlich auch schon verbraucht gehabt, deswegen wundert es mich, dass ich schon wieder so viele Stoffe habe. Gut, dann halt nochmal. So, damit wir hier in Zukunft alles verarbeiten können. Weil anscheinend dauert das. Ist das echt heavy hier, so. Genau, so, die reisen da jetzt hin, sehr schön. Und hier werden auch immer Sachen aufgespaltet. Seht ihr das? Ich will mir hier ein paar Sachen zusammenlegen. Es kann doch nicht angehen, dass hier alles. Da, seht ihr das? Die legen irgendwo die Joints hin. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das halbe Ding hier ist, sage ich mal, zu, weil die das nicht richtig machen hier. Ja, jetzt ist es zumindest halbwegs, aber immer noch nicht optimal, immer noch sehr viel, ne? Insgesamt über 6000 Blätter, die da verarbeitet werden müssen. Und die kümmern sich die ganze Zeit nur um die Rauchblätter. Das finde ich sehr schade. Ja, so priori-mäßig, ne, ist das sowieso hier so eine Sache, habe ich das Gefühl. Mit den Psychoid-Blättern. Das dauert irgendwie richtig lange. Aber hoffen wir einfach mal das Beste, dass es hier bald weitergeht. Ich habe schon sehr, sehr viele Leute auf Handwerk angesetzt, aber machen sie einfach nicht. Armer Opterix ist eigentlich so einer der wenigen, die da, sage ich mal, loslegen. Jetzt gerade Feivel auch noch, aber trotzdem. Ne? Zu viel. So, wir sind beim Klimaregulator. Jetzt müssen wir mal eben kurz schauen, dass wir hier die ganzen Gegner auch ausgeschaltet bekommen. Aber ich denke schon, das sind ja nur Ureinwohner, also nichts, was wir jetzt hier uns groß anstrengen müssen, denke ich. Aber es kann trotzdem gefährlich werden, ne? So ein Bogen, der macht trotzdem Schaden. Das ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt hier einfach so carefree durchlaufen. Und der Sai geht es irgendwie gar nicht gut, habe ich das Gefühl. Der hat, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung, oder? Ja, okay, den können wir vergessen.
Der wird ja auch noch zu einer extremen. Ja, was mache ich denn jetzt? Das geht so nicht. Oh, hätte ich den einen Koch mal früher abgestellt. Beziehungsweise kriegen die ja Lebensmittelvergiftung, weil die nicht kochen. Na gut, müssen wir jetzt irgendwie so das Ganze machen. Geht ja nicht anders. Na komm, jetzt laufen wir ein bisschen. Hopp. So, jetzt ist er gleich endlich da. Perfekt. Ich meine, du hast schon Gunlink, ne? Du musst auch treffen. Oh, jetzt greifen sie an. Jetzt wollen sie es wissen hier. Erster kaputt. Ah, sie wollen GF Master irgendwie hier. Gut, gerne. Ja, der Hammer, der haut schon richtig rein. So. Schick. Schick. Sehr schick, hat auch nicht so viel abgekriegt. Stabilisiere bitte. Und du gehst jetzt mal hier irgendwo. Da wird es wahrscheinlich sein. Da unten nicht. Wobei, du kannst mal da vorne reingehen. Schafft er eh nicht. So, den lassen wir das eben zerstören hier. Nichts, was wir gebrauchen könnten. So. Jetzt haben wir noch einen schönen Gefangenen gekriegt. Das ist sehr, sehr gut. Und zwar Coyote. Und wir haben einiges an Pemmikan bekommen, was auch nicht schlecht ist. Und wir haben Schlafsäcke. Schlafsäcke können wir auch gut gebrauchen. Da haben wir noch keine von, glaube ich. Deswegen nehmen wir die auch mit. Und wir kriegen langsam ein bisschen das Lager leer. Aber wir brauchen unbedingt mehr. Mehr Leute, die hier arbeiten. Ja, das ist zu langsam. Ich habe aber hier hinten schon ein bisschen was gemacht. Ich habe das hier nur noch aufs Mindeste reduziert und hier halt jetzt Reis angepflanzt. Und das sollte schon mal helfen. Weil wir brauchen jetzt hier nicht mehr ganz so viel dann mit den Joints arbeiten. Aber trotzdem, gerade bei den Psychoid-Blättern haben wir halt ziemlich was vor uns, ne? Holy cow, ey. Du kannst mal die Schutzjacke anziehen hier. Die sind gerade auf dem Weg. Und ja, alle haben diese Lebensmittelvergiftung, weil sie alles hier halt futtern. Haben wir irgendeinen Koch eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Sebastian könnte mal kochen. Aber unser Koch ist gerade unterwegs. Ich glaube, Zockerkitty war der Koch bei uns. Wir können ja mal gucken, ob wir vegetarische Mahlzeiten machen können. Da, vegetarisch. Ja, jetzt können wir vegetarisch wieder machen. Das könnten wir eigentlich machen. Und bevorzugt einfache Mahlzeit und leckere Mahlzeit.
Ja, genau. Damit das so ein bisschen bevorzugt wird. Och Mensch. Da war ich gerade so schön am Kochen und schön hier endlich wieder ein bisschen unsere Vorräte aufstocken und schon kommt hier ein Mechnest-Angriff. Und hier haben wir den Kojoten. Ich würde sagen, den können wir gleich mal bekehren. Können wir es jetzt schon machen? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall, Alter. Oh. Da haben wir auch einen großen Angriff hier. Ein relativ. Ja, die. Nee, 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 wir können gar nicht. Wir können gar nicht, wir können gar nicht. Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen. Die wollen wieder hinten durch. Scheiße, ey. Was ist das richtig kacke? Hier unten, wir müssen da irgendwas machen. Ständig wollen die sich da durcharbeiten. Das schaffen sie ja auch noch. Hä, ich habe doch gerade gesagt, er soll den. Ach, das ist ein biokodierter Revolver. Warum habe ich einen biokodierten Revolver im. Naja. Ist auch nicht so wichtig. Ja, da geht's gerade weiter. Verwirrung, Kronos, ja, meinetwegen. Wir müssen unbedingt die ganzen Drugs loswerden, weil die unseren Koloniewert wahrscheinlich so nach oben treiben. Ja, jetzt sind sie durch hier. Hätten die auch einfach vorne lassen können, die Leute. Das ist so. Es ist so falsch auf so vielen Ebenen. Das ist einfach so falsch. Und es fuckt mich gerade richtig heftig ab. Wir können hier vorne gar keine Verteidigungslinie mehr bilden. Es geht nicht. Wir können das hier vorne so lassen. So in der Hoffnung, dass sie da ein bisschen was abwehren. Aber von hier oben wird nichts mehr kommen. Die werden immer hier durchlaufen. Und deswegen müssen wir hier unten irgendeine Verteidigung aufbauen. Und wir müssen jetzt ganz, ganz schnell diesen ganzen Kram hier verarbeiten und den loswerden. Weil das wird zu viel. Wir haben zu viel. Wir haben über 700. Wir haben hier auch richtig viel Jajo rumliegen und das muss weg. Das muss einfach jetzt weg. Das geht nicht mehr. Hier wird auch gerade nichts fertig, wirklich. Obwohl wir so viele Leute haben, weil einfach so viel verarbeitet werden muss, was nicht verarbeitet wird gerade. Gut, die sind jetzt schon dabei, aber es dauert halt sehr lange. Ich würde fast sagen, wir. Ich habe da eine Idee. Wir brauchen mal eben jemanden, der nicht forschen kann und der keine Medizin machen mag. Der ist kein guter Arzt. Mark B macht das dann. Okay.
Wir brauchen jetzt mal eben kurz einen Mark B und noch jemand anders. Zwei Tage. Wir nehmen Asai noch mit. Ein Muffalo würde ich noch gern mitnehmen. Pemmikan ist soweit schon aufgebraucht. Ich würde aber sagen, wir nehmen so 200 mit, da können wir 9 Tage mit durchkommen. Dann braucht man noch die ganzen Drugs. Da müssen wir halt jetzt gucken, wie viel. Also wir wollen auf jeden Fall das ganze Yayoi loswerden. Ich würde sagen, mindestens 530 von denen. Können noch einen zweiten Muffalo mitnehmen. Ja, ich würde sagen, so 80 Heu nehmen wir mal mit. Holy cow, Leute. Holy cow, ey. Gut, Sai kann sich auf dem Weg verarzten, aber den geht es auch allen soweit gut. Der Sebastian G hat ein bisschen was abgekriegt. Oh, linkes Bein hier. Und Survival ist wegen extremer Erschöpfung zusammengebrochen. Dann geh ins Bett. Kannst dich hinlegen. Ist besser, als da auf dem Boden zu pennen. Genau, perfekt. Ne, es bringt ja nichts hier. Einmal behandeln. Uff. Asai und Mark eigentlich, ne? Ne, nur Asai. Den Mark wollte ich jetzt eigentlich auch noch dazu haben. Oder? Hm. Schon die ganzen Sachen waren auch noch drinne bei denen. Wie der Raccoon-Helm. What the hell? Ich bin momentan echt am Überlegen, wie wir das alles machen, Leute. Zocker Kitty hat eine Wundinfektion im Arm. Oh, das ist gar nicht gut. Guter Arzt. Zocker Kitty ist ein guter Arzt, aber wir brauchen GF Master. GF, GF, GF. Wo bist du? GF, Hinder, 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 Hinder. Dankeschön. Perfekt, perfekt. Jetzt haben wir eine schöne Geschwindigkeit. Sie wird wahrscheinlich nicht daran erliegen. Ja, wollen wir Mark B wirklich mitnehmen? Ja, ich denke schon. Denke schon. Zocker Kitty hat noch eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Ist auch egal, die sind jetzt hier los. Die laufen gerade los, die beiden. Das ist sehr, sehr gut. Dann sind wir die schon mal los. Und der Rest kümmert sich hoffentlich darum, dass hier weiter hergestellt wird, aber sieht so aus. Ich wäre sogar so weit mittlerweile hier zu sagen, dass wir das hier eventuell auch umkrempeln, wobei das wäre so ein ganz kleines Gebiet, das hier zum Beispiel, so ein ganz kleines Gebiet vielleicht, da das, dass wir das vielleicht dafür nehmen. Aber das kann ich jetzt auch nicht so machen. Weil ich kann nicht, ne, ich kann das hier maximal. Und dann wähle ich auch immer zu viel an. Also ich kann nicht das anwählen, was ich anwählen möchte. Leider. Vielleicht können wir das anders machen. Wir können das so machen. Und das machen wir zu Rauchblattpflanzen.
Und den Rest hier. Ja, das will er jetzt gerade nicht machen. Ah, doch jetzt. Endlich. Kartoffelpflanzen. Ja, warum eigentlich nicht? Soll da Kartoffeln anpflanzen? Hier kann auch Kartoffeln anpflanzen. Aber hier bleibt dann halt, ne, das bisherige. Und zwar die Rauchblattpflanzen. So, weil ganz ehrlich, das wird mir zu viel hier. Die müssen konzentrierter hier arbeiten. Konzentrierter an den Psychoidpflanzen. Weil das bringt auch das Geld nach Hause. Und bei den anderen haben wir jetzt nur so viel Geld durch das Zeug, weil wir jetzt so viele davon haben. Aber normalerweise, ne? Ja. Ja, ziemlich übel auf jeden Fall. Ich will mal eben kurz Bekehren machen. Außerdem soll der nicht so gutes Essen kriegen hier. Der kriegt viel zu gutes Futter gerade. Wobei üppig, ja, eigentlich muss er ja auch. Das geht schon. Und das hier deprimiert mich gerade so übel. Ich weiß halt nicht, wie wir das machen sollen. Immer wenn ich es wieder zumache, kommen wieder diese Viecher und machen alles kaputt. Also, wir müssten eigentlich hier eine Defensive aufbauen. Was ich eigentlich nicht tun will. Weil mir bleibt fast nichts anderes übrig. So eine Scheiße. Oder wir bauen hier unten einfach die Defensive auf. Wir machen das da weg. Wir akzeptieren, dass wir da oben verloren haben. Und gehen runter. Das hier können wir auf jeden Fall abreißen. Hier haben wir verloren. Ist einfach so. Jetzt haben wir hier unten noch ein paar Kalksteinblöcke. Ich würde sagen, die benutzen wir dann, um unten weiterzubauen. Ja, ich würde sagen hier. Da können wir was aufbauen. Wobei da unten haben wir auch noch eine Linie hier. Da kommen die allerdings zu nah ran, finde ich. Da lassen wir sie ganz schön nah ran. Ja, das machen wir erstmal so. Ist vielleicht für euch ein bisschen unsinnig, aber wenn ich jetzt hier eine Reihe habe und die jetzt zum Beispiel diese Termiten haben, dann kann ich welche nach hinten stellen. Die können sich so ein bisschen aufteilen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Menschenjäger, Karawane. Oh, von zwei Affen werden die angegriffen. Ich hoffe, dass sie jetzt keine Lebensmittelvergiftung haben. Das wäre ziemlich doof. Auf jeden Fall sehr, sehr unschön, was die momentan mit mir machen, die Mechanoiden. Das ist überhaupt nicht cool. Tagesration von Nahrung 2,7 nur. Holy cow. Da müssen wir gleich unbedingt noch was machen. So, Zockerkitty, auch mal eben priorisieren, schlachten und vor allem kochen. Wir brauchen unbedingt mehr Futter. Es muss unbedingt gekocht werden, es muss unbedingt überhaupt Essen rangeschafft werden. Wir haben hier echt Probleme gerade. Kaum Essen, da wächst genug gerade, aber das ist auch ganz langsam. Hier oben entsteht auch gerade erst wieder was. Wir haben zu wenig Leute, die sich darum kümmern gerade. Eine Feldarbeit. Kommt der unten? Habe ich das nicht eben schon eingestellt gehabt? Egal. So. Muss ich jetzt erstmal so ein bisschen darum kümmern. Hier alles fertig zu machen. Überlebensration. Aber jetzt müssen wir eben kurz schauen. Haben wir hier irgendwelche Tiere? Oh, Dromedar, Leguane, die können wir alle jagen.
Haben wir eigentlich einen Jäger? Ich glaube nicht, ne? Noch keinen Jäger eingeteilt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Jäger einzuteilen jetzt. Jagen, da haben wir keine Jäger, aber hier hätten wir arme Opterix, der kann das machen, das finde ich sehr, ja, finde ich sinnvoll. Und der Cardox könnte das tun, aber das ist bei ihm nicht, nee. Wir machen den armen Opterix dann. Soll er die jagen? Kriegshändler. Oh, das ist gut. Den können wir gleich eventuell was abkaufen. Ne, von Drugs kann man sich nicht so gut ernähren. Digga, ey, diese. Tut mir leid, dass ich heute so auf Digga, aber mich regt das gerade richtig auf, dass ich hier so viel auf einmal bekomme. Jetzt geh da hin und sag dem Herrn, dass er ruhig sein soll. Dankeschön. War das so schwierig? Ich verstehe auch gar nicht, warum die sich immer wieder trauen, sowas zu machen, ne? Kriegen was aufs Maul und dann sind sie wieder ruhig. Wobei, warum ist er eigentlich ausgerastet? Hat er nichts zu futtern? Bedürfnis, Ernährung ist super. Da kann man nicht meckern. Und am Obdrix hat wieder eine Lebensmittelvergiftung. Nice. Das ist natürlich beim Jagen dann besonders hilfreich. Eben kurz handeln. Vor allem kommen dann immer die. Oh, wir haben noch so viele Rauchblatt-Joints, die wir verkaufen können. Das ist sehr gut. Yayo können wir auch verkaufen. Wir können nur sehr wenig Sachen kaufen, weil die gar nicht so viel haben. Pemmikan, ein bisschen Nahrung wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Eine Schutzjacke, bla bla bla, das ist nicht von denen. Toll. Kann denen kaum was verkaufen. Haben die vielleicht Stoff? Auch nicht. Aber Grizzlybären, die ich nicht gebrauchen kann. Ach Mensch, okay. Ja, jetzt frisst der Cardox die ganzen Sachen weg, die ich hier gerade mir geholt habe. Weil er eine Fressattacke hat. Das ist natürlich auch toll. Das Spiel hasst mich. Das Spiel hasst mich einfach. Ohne Scheiß. Ich glaube, das Spiel hat echt ein Problem mit mir. Anders kann ich mir das nicht erklären, was hier abgeht. So, jetzt können wir gleich endlich verkaufen. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt schon wieder so viele Joints da rumliegen haben, weil die habe ich eigentlich denen mitgegeben hier. So, jetzt haben wir hier Yayo und die Rauchblätter. Ja, da fehlen ein paar auf jeden Fall. Gut, jetzt ist die große Frage: Wie kriegen wir hier was zu essen? Also, wir können Fleisch mitnehmen. Leckere Mahlzeiten haben wir hier, ziemlich viele sogar. Die wir uns theoretisch mitnehmen könnten. So. Insgesamt kriegen wir 11.000 Silber. 11.000! Alter, Aquatech-Arm können wir uns locker dafür leisten. Wir könnten uns hier noch andere Sachen holen, aber die haben gar nicht so viel. Wir müssen den ganzen Stuff selber herstellen. Wir können ihn nicht mehr kaufen. Eltex Weste gibt es hier noch. Hat überhaupt keine Rüstung. Okay. Wir werden das so machen, dass wir ein bisschen Stoff mitnehmen. Wir haben den Arcotec-Arm mit dabei. Und ziemlich viel Geld. Aber wir brauchen nicht unbedingt Geld, wir brauchen andere Sachen. Wir brauchen Stahl,
haben wir teilweise noch zu Hause, ist aber zu schwer. Dann würde ich sagen, nehmen wir eher das Nützliche, wie zum Beispiel Bauteile. Bauteile können wir hier allerdings nicht bekommen. Nee. Wir könnten hier noch ein paar Sachen kaufen, wie Dreifach und bla, aber es bringt nicht so viel. Das bringt uns gerade nicht so wirklich weiter. Stoff würde uns auch nicht wirklich weiterbringen eigentlich. Da können wir lieber ein bisschen was zu essen mitnehmen hier. Üppige Mahlzeit. Ja, das meiste verdirbt aber leider. Deswegen würde ich bis Dings hochgehen. Bis 3, 4. Entenei unbefruchtet. Das könnte man noch essen. Haben wir zumindest ein bisschen Futter noch. Den Rest können wir an Stoff bekommen hier. Ihr seht schon, ich muss hier wirklich gerade so ein bisschen haushalten mit meinem Geld. Weil ich einfach gleich die maximale Menge gerne ausgeben will. Für richtig nützliche Sachen. Und keine Ahnung, Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Da kommen wir der Sache schon näher. 300. So. Und weiter geht's. Haben wir sogar richtig gute Ruf bekommen hier. Richtig viel. Aber jetzt seht ihr auch, warum wir so große Angriffe bekommen. Warum wir überhaupt gerade so in der Tinte stecken. Mit Angriffen. Weil wir unglaublich viel Geld mit diesen Sachen gemacht haben. Da lag richtig viel Kohle rum. Wenn wir mal eben kurz gucken, ne? Seht ihr das? Das ist nur von den Drogen. Also naja, gut, die zwei Leute noch, aber trotzdem, so einen Knick. Sowas hast du vielleicht normalerweise, wenn ein Charakter weg ist, also hast du so einen Knick vielleicht. Aber nicht so einen. Ne? Nicht so einen Knick nach unten. Das ist ja fast wieder hier, auf der Ebene. Richtig krass. Deswegen, wir müssen da so ein bisschen runterschrauben jetzt und gucken, dass wir das ganze Geld irgendwie investieren. Was nicht wirklich geht, gerade leider. Deswegen müssen wir schauen, dass wir irgendwie mal eben die Abwehr hochbekommen, beziehungsweise unsere Verteidigung aufbauen. Plattenrüstung, danach das andere. Wir müssen jetzt selber herstellen, es geht nicht anders. Und ansonsten brauchen wir Stahl. Ganz wichtig. Stahl ist ganz, ganz wichtig gerade. Nur, genau, wir können jetzt anfangen damit. Wir haben ja mittlerweile die Teile dafür. So, da wird das hingestellt. Und dann können wir auch schon, haben wir da vielleicht schon einen von? Nee, haben wir nicht. Dann können wir hier schon mal noch was hinstellen. Und zwar die Tiefenbohrer. Die können wir dann einfach abbauen und dann woanders hinstellen. Aber hier oben haben wir noch ein bisschen Stahl. Gut, anscheinend wird alles aufgehoben. Das ist gut. Aber ihr seht, wir haben schon ein paar Probleme aktuell. Vor allem das hier hat mir echt... Das bereitet mir echt Sorgen. Was kriegen wir alles hin irgendwie? Ich bin guter Dinge. Wir müssen nur irgendwie durchhalten bis zum gewissen Punkt. Weil jetzt gerade haben wir zwar Überlebensrationen und alles... Aber, müssen wir mal schauen. So, wie lange haben wir bei dem noch? 12% nur noch, sehr schön. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich mal eben kurz hier abwarte, bis wir da sind. Dann schauen wir uns das nochmal an, ob die da, ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr haben. Auf jeden Fall, ansonsten wird es schwierig. Ihr merkt, ich bin ein bisschen tüdelig gerade, weil das echt Stress ist. Und ich mir gerade sehr viele Gedanken machen, wie wir am besten weitermachen. Aber werde ich euch dann wahrscheinlich gleich sagen können. Dann wollen wir doch mal sehen hier.
Haben wir da irgendwelche besseren Sachen? Zeus, Hammer, schwere MPs, Autoschrotflinten. Schwierig, schwierig. Eine Marinerüstung haben wir, das ist schon mal gut. Marinerüstung ist schon mal ein sehr, sehr gutes Teil. Leider ist meine Annahme bestätigt worden. Es werden nicht sonderlich viele Sachen angeboten, die ich dann benutzen kann. Wir haben auch kein Energieschild hier übrigens. Nehmen die Sturmgewehre aber auch mal mit, auch wenn es normale Sturmgewehre sind. Wir werden hier einfach die Leute erstmal so ausrüsten müssen. Tagesration an Nahrung haben wir gerade 7. Schlafsack. Ba, ba, ba. Flachbildfernseher könnte man eigentlich auch noch mitnehmen für Unterhaltung. Ich würde sagen, den können wir auch noch mitnehmen, den Flachbildfernseher. Aber so an sich muss ich jetzt oder kommen wir jetzt gerade noch mal in die Realität zurück. Und zwar, dass wir so nicht weitermachen können. Wir müssen auf jeden Fall selber herstellen. Einfach rumlaufen und kaufen ist nicht. Persona-Kerne haben sie hier auch. Will ich ehrlich gesagt jetzt nicht kaufen. Wir machen dann so weiter. Ich würde sagen, Stahl können wir noch ein bisschen kaufen. Nicht unbedingt viel, aber so, dass wir, sage ich mal, ne, hier zu sind. Schade, dass ich hier nicht mit den Pfeiltasten weitermachen kann. Also 250 sind das vielleicht, ne? Ja. Ja. Nehmen wir 270 mit. Ja, haben wir nicht mehr so viel Kohle übrig, haben aber gut was bekommen und können zurückgehen. So, perfekt. Bin ich glücklich. Ja, hier geht's immer weiter und weiter. Es sind immer noch 4600 übrig, obwohl hier alles hergestellt wird die ganze Zeit. Es ist ungeheuerlich, ne? So, er wurde bekehrt, kann jetzt angeworben werden. Und ja, ich habe mir jetzt ein paar Gedanken gemacht, was wir jetzt tun werden. Wir werden Waffen erstmal kaufen, aber wir werden den Rest selber herstellen. Schutzrüstung zum Beispiel werden wir jetzt selber herstellen. Weil die Leute sterben dermaßen schnell, wenn wir das nicht machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Glück gehabt, aber wir werden nicht langfristig so viel Glück haben. Irgendwann wird ein Angriff kommen, wo wir auf jeden Fall einstecken. Und wenn wir dann Pech haben, tot. Ne? Deswegen, was war das denn? Ist irgendwie Staub dran? Egal, aber ich würde sagen, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und werden hoffentlich dann in der Lage sein, unsere Kolonisten auszurüsten. Ich hoffe es sehr. Oh, da, unser Herr ist jetzt am Jagen hier. Kriegen wir ein bisschen Fleisch. Würde sogar sagen, dass wir das anders machen. Sekunde, bevor ich mich jetzt hier verabschiede. So. Ich bedanke mich, bis dann und tschüss.